Hallo und recht schönen guten Morgen. Hier ist Podcast von Sven Heidenreich und wir sind bei der Folge 885. Ja, Wahnsinn. 885 Folgen. Es ist Montag, 3.40 Uhr. Also ich bin schon geduscht und alles Mögliche. Werde jetzt auch gleich noch einen Tee trinken. Und ja, ansonsten geht es mir ganz gut. Ich bin zwar heute natürlich wieder sehr früh wach gewesen. Und von daher, ja, mal gucken, wie es wird auf Arbeit heute. So, ich mache hier in der Küche mal das Fenster zu, damit alles nicht so laut rausposaunt. Ne? Leute wollen ja noch schlafen. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ich möchte kurz mal auf einen kleinen Kommentar eingehen, den ich bekommen habe bei YouTube. Und zwar hat jemand gefragt, also ja, 884 Folgen, gut, inzwischen sind es ja 885 Folgen, warum, für wem mache ich das? Ja, fand ich eine sehr interessante Frage, weil ich mir das auch oft gestellt habe. Ich habe oft so gedacht, ja, warum machst du das eigentlich? Warum lädst du da mal einen Podcast hoch? Und ja, und die Antwort ist gar nicht so einfach. Also, um es kurz einfach mal zu erläutern, wie hat alles angefangen? Angefangen hat eigentlich alles damit, mit dass mein YouTube, dass ich angefangen habe, ein paar Sachen auf YouTube zu veröffentlichen, ne? Also Lieder hauptsächlich. Dann hat sich das ja irgendwann entwickelt in, ja, ich trinke halt mal einen Kaffee und weil ich dann irgendwann meine ganzen Lieder auch hochgeladen hatte. Und ja, und dann irgendwann kam dann die Corona Krise und in dieser Zeit habe ich halt die Sache mit dem Podcast entdeckt und habe gedacht, Mensch, fängst du einfach mal einen Podcast an, mal gucken, was draus wird. Einfach nur so aus Spaß. Und ja, habe ich oft so gedacht, na gut, machst ein paar Folgen und hörst irgendwann auf. So dachte ich halt immer. Naja, aber dann habe ich immer weitergemacht. Dann gab es halt auch Themen, die mich wirklich bewegt haben, wie die Audiorekorder, wie ja auch mit den Sprachausgaben von Keyboards, wird es das geben und so eine Geschichten. Und es gab also immer wieder kleine Themen. Andererseits wollte ich aber auch so ein bisschen den anderen Podcasts, was entgegensetzen, klingt vielleicht ein bisschen übertrieben. Also ich wollte einfach etwas machen, was irgendwie total live ist, weil ich habe viele Podcasts und YouTube-Videos gehört und meistens ist es oft mit Zusammenschneiden, mit Pausen werden rausgeschnitten, Sätze werden zusammengeschnitten ich hatte ja damals auch mit einem Kumpel von mir auch meine Videos so gemacht. Also es gibt Videos wie der Song Wo bist du? Da haben wir halt auch mehrere Videosequenzen gefilmt. Also mich in bestimmten Situationen gefilmt und zusammengeschnitten. Und das hat er gemacht. Ich kann ja sowas gar nicht. Und ich habe aber irgendwie gemerkt, das ist nicht meine Art. Also es ist nicht meine Art, mich rüberzubringen. Es ist vielleicht für die Öffentlichkeit interessanter, klar, weil die Bilder schneller wechseln und so eine Geschichten. Aber es war für mich, irgendwie hat mir das nicht viel gegeben. So. Ich wollte lieber irgendwo etwas machen, was live ist, wo auch mal ein Verpatzer ist, wo auch mal irgendwie, wo man einfach mal merkt, das passiert jetzt gerade. Und dann habe ich aber irgendwann dieses Filmen auch aufgegeben, weil ich selber kann mich ja nicht so besonders gut filmen, ne, und habe dann irgendwann so gedacht, scheiße. Und dann kam dieses Ding mit den Audio-Videos, also praktisch Audiomaterial in Video umwandeln. Und da habe ich so gedacht, ja, das ist doch überhaupt das Ding. Ja, ich kann mich also auf YouTube verbreiten, ohne dass ich unbedingt gesehen werden muss. Das hat mich gereizt. Also nicht, weil ich jetzt selber mich schämen würde oder so, sondern einfach, weil ich gesagt habe, naja, mein Ding ist Audio, also möchte ich auch Audio verbreiten. So, und und dann hat sich das so ergeben. Dann habe ich eine Folge nach der anderen gemacht und irgendwann war das dann halt Routine. Also gerade wenn man hier draußen alleine, ziemlich alleine ist, dann ist das ja mehr so eine Motivation. Also morgens aufstehen, erstmal eine Folge aufnehmen, hochladen. So, dann ist man schon mal erstmal im Fluss. Ich arbeite ja in einer Behindertenwerkstatt und
da braucht man irgendwie so einen Gegensatz. Also in der Behindertenwerkstatt hat man ja nicht viel mit Technik und so zu tun, sondern es ist ja eher so Handarbeit und Montage. Und ich bin halt ein totaler Technikfreak. Ja, also ich interessiere mich für Aufnahmetechnik und habe dann immer gedacht, ich muss das irgendwie als Ausgleich machen. Und ja, so hat sich das langsam entwickelt. Und irgendwann habe ich dann selber gedacht, boah, irgendwann waren es dann so viele Folgen, dass ich dann, ich wollte auch schon mal aufhören. Und habe dann es aber doch nicht getan. Dann gab es auch Leute, die gesagt haben, ja, dein Podcast ist langweilig oder ist es ja immer das Gleiche, Kaffee trinken und bla bla bla. Und ich habe mich aber stur gestellt, habe gesagt, wieso? Okay, wer es langweilig findet, braucht es ja nicht hören. Und wenn es jemand hört und jemand es gefällt oder jemand die Botschaft dahinter versteht, ne, also dieses ja, einfach etwas machen. Ja, und ich habe ja immer oft genug betont, ich mache es ja nicht, weil ich mich selber so gerne höre, also um Gottes Willen, sondern weil ich einfach ja, irgendeine Beschäftigung haben möchte und weil ich halt auch es so ein bisschen auch als Archiv nutze für mich. Ne? Also der Podcast ist für mich ja auch so eine Art Tagebuch, nur in anderer Form, sage ich jetzt mal. Ne? Also und ich kann öffentlich darauf zugreifen. Das war halt das, was ich irgendwie cool fand. Ich habe gesagt, Mensch, warum soll ich das verstecken? Ja, machst du halt einen Podcast, wo du halt einen Kaffee trinkst oder jetzt einen Tee trinkst und halt einfach von Gott und die Welt redest. Und das habe ich halt ja durchgezogen bis zur 885. Folge, also bis jetzt. Und ich muss sagen, klar, es ist natürlich kein super Podcast und es ist auch nichts, was sich die Leute jetzt dauernd anhören würden. Ja? Aber es ist etwas, was mich, sagen wir mal, ausfüllt, wo ich einfach sage, Mensch, ich habe etwas gemacht, was sonst so die meisten Leute wahrscheinlich nicht machen würden. Ich habe mich dem entgegengestellt. Ich habe gesagt, ich will nicht mit Audacity alles zurechtschneiden oder ich will nicht mit irgendwelchen, ich habe es dann auch versucht, mit Intro einfügen und Outro einfügen, habe aber für mich gemerkt, ja, okay, ist mal ganz lustig, aber das macht mich irgendwie nicht aus. Also, es muss irgendwie bei mir alles wirklich hier und jetzt passieren. Ja, und das, dass man natürlich das ein oder andere mal einspielt, okay, das ist natürlich eine andere Sache. Aber dann muss man auch dazu stehen und sagen, okay, ich habe das jetzt eingespielt. Ja, und so ist das Ganze entstanden. Und so habe ich dann immer weitergemacht. Und so sind natürlich 885 Folgen geworden und es werden noch mehr. Und dann habe ich natürlich auch über den Podcast versucht, eine Frau zu finden. Also hauptsächlich natürlich vom Hören. Ne? Also ich habe jetzt nicht irgendwie mich groß da gefilmt und habe dann, sondern ich habe gesagt, nee, ich möchte, was mir natürlich nicht gelungen ist. Ich habe dann seit, ich glaube, die erste Kontaktanzeige ist von 2022. Ja, ist mir natürlich nicht besonders gut gelungen. Bin immer noch alleine. Und ja, aber das waren halt alles so Schritte, die ich machen wollte und wo ich gesagt habe, Mensch, das muss an die Öffentlichkeit einfach für mich, also in erster Linie natürlich für mich, um Dinge zu verarbeiten, genauso wie ich auch meine Lieder schreibe. Ja, ich schreibe meine Lieder ja nicht, weil ich so gerne und so toll singe, sondern weil ich einfach gewisse Probleme und Sachen ja, bearbeiten möchte. Verarbeiten möchte, so verarbeiten. Und darum geht es mir eigentlich. Ne? Also Probleme zu bewältigen, mich irgendwie so ein bisschen zu therapieren, sage ich jetzt mal. Ne? Also und unter anderem aber natürlich auch diese ganze Techniksache, ne? Dieser Spaß an der Technik, dieses ja auch überhaupt diese Routine, dieses du lädst jeden Morgen ein Video hoch und einen Podcast und bist dann schon mal wach und kommst dann auch wach zur Arbeit, ja. Und ich habe ja gemerkt, wenn ich das nicht mache, schlafe ich bis 5:30, stehe auf und komme überhaupt nicht aus dem Arsch. Also heute bin ich zum Beispiel wieder um 3 aufgestanden, habe geduscht. Ja, und merke auch, dass ich wieder ganz anders drauf bin, dass ich einfach, ja, so wie jetzt setze ich mich hin, trinke meinen Tee schön,
mache einen Podcast und das ist alles mehr Motivation für mich. Ne? Also das ist, um mich auch ein bisschen zu motivieren, um zu sagen, okay, du hast jetzt einen Grund, morgens aufzustehen. Ne? Weil wenn man 7 Jahre in der Einsamkeit lebt, wo ich mich ja selbst hingebracht habe, ja, also das, da hat keiner Schuld dran. Ich selbst bin ja von Berlin nach Manchnow gezogen, weil ich da geglaubt habe, okay, ich muss mit meinem anderen Leben ja nicht abschließen, aber ich muss was Neues beginnen. Aber so wie oft im Leben merkt man ja erst, wenn man eine Weile da ist, dass man halt vor seinen Problemen nicht weglaufen kann. Ne? Also die Probleme, die mich in Berlin verfolgt haben, verfolgen mich natürlich hier auch. Und von wegen Einsamkeit und ja, keine Frau finden. Und das sind halt Sachen, vor denen kann man nicht weglaufen. Ne? Und das war mir aber zu der Zeit nicht bewusst. Ich habe gedacht, ach, naja, jetzt hast du ja eine Frau, jetzt fängst du ein neues Leben an. Und dann haben wir uns aber getrennt und dann, ja, schon ist man wieder in dem Ausgangspunkt wie vorher, nur, ja, hier draußen ist natürlich viel weniger möglich. Ne? Also man kann nicht einfach jetzt irgendwie sich irgendwo hinsetzen und einfach ein Restaurant, so wie ich es früher in Berlin hatte. Ne? Das war einfach nicht mehr. Und ja, und so hat man sich immer mehr in die Technik gestürzt. So habe ich mich halt immer mehr in die Technik gestürzt, habe immer mehr diese virtuelle Welt versucht zu erkunden, obwohl ich eigentlich gar nicht so der Typ für virtuelle Welten bin. Aber ja, halt WhatsApp und Facebook und dieser ganze smarte Kram. Ja, bis ich irgendwann gemerkt habe, so richtig Anschluss oder sagen wir es mal so, so richtig überzeugt von dem ganzen Virtuellen bin ich eigentlich nicht, weil die Entwicklung ging natürlich weiter. Während ich mich da eingefunden habe, ging die Entwicklung der smarten Welt weiter. Inzwischen gab es dann sowas wie TikTok, wo nur noch irgendwelche Kurzvideos sind und die Leute, die berauschen sich daran, was ich übrigens absolut kritisiere. Weil das ist für mich einfach das, also wie, ich werde es niemals nachvollziehen können, wie Menschen sich diesen Schwachsinn reinziehen können. Ja, und TikTok ist auch wirklich ein No-Go für mich. Und ich habe das selbst mal ausprobiert. Ich habe selbst mir mal TikTok runtergeladen, weil ich wissen wollte, was machen die Leute. Ich bin ja immer so, dass ich viele Sachen mir angucke oder mir anhöre. In meinem Fall ist es ja anhören. Und habe einfach festgestellt, also erstmal ist TikTok ja für uns Blinde nicht wirklich bedienbar, so geht's schon mal los. Und zweitens, ja, Videos machen, super. Ich kann keine Videos machen, werde das auch nie hinkriegen. Und insofern, und dann ist auch dieses ganze Format, also dieses wie TikTok halt aufgebaut ist und dieses ganze 10 Sekunden Videos und 50 Sekunden Videos und dann diese ganzen Shows da und das ist alles nicht mein Ding. Und das, naja, da halte ich mich halt raus. Und ich finde aber es schade, dass sich das alles so entwickelt hat. Ne? Dass die Menschen halt wirklich, weiß ich nicht, nur noch auf ihre Handys starren und nur noch irgendwie bei TikTok sind, während man sich mit den Leuten unterhält. Ja, also das finde ich absolut schwach. Das ist, ja, ich bin nun mal Kind der 90er und in meiner Zeit, ja, klingt wie so ein alter Opi, aber dazu stehe ich. Ja, zu meiner Zeit hat man noch miteinander geredet. Ja, man hat sich nach den anderen erkundigt. Man hat, ja, die Leute haben einen angehört. Was ist mit dir los? Heutzutage, ja, die Leute sind nur noch irgendwie, du telefonierst mit jemandem und nebenbei gehen die auf TikTok. Ja, also das ist einfach, das hat nichts mehr mit Kommunikation zu tun. Ja, und das ist einfach eine traurige Entwicklung. Und das liegt aber nicht an TikTok, sondern das liegt daran, dass der Mensch immer glaubt, 100 Sachen auf einmal machen zu müssen. Und dabei kann er eigentlich nur eine Sache. Und ja, das ist einfach schade. Und ich finde, ich wollte mit meinem Podcast immer so ein, ja, so was anderes bieten. So was, hier, das ist der Alltag. Ne? Also, dass ich einfach mal sagen wollte, okay, ich kann halt noch reden. Ich kann halt noch, während ich meinen Kaffee trinke, einfach nur reden. Einfach nur was genießen. Einfach nur mir was von der Seele reden. Und ohne, dass ich jetzt ständig irgendwie mir da nebenbei mir irgendwelche kurzen Videoclips reinziehe und mich drüber totlache, was da wieder irgendwelche anderen da gemacht haben. Ja? Und ich finde sowieso, dass diese Welt immer visueller wird. Also obwohl es immer von Inklusion geredet wird. Aber die Inklusion hat ja hauptsächlich mit Technik zu tun. Und das ist natürlich auch eine ziemlich traurige Sache, dass
Alle reden von Inklusion, aber wir werden immer mehr versmartet und verkabelt letztendlich. Ne? Also ich sage ja immer, irgendwann laufen die Blinden nur noch mit irgendwelchen Gepiepe und Gesirre durch die Straßen. Ja? Und das ist auch, wo ich persönlich einfach eine traurige Entwicklung sehe. Ja? Also ich liebe immer noch Hilfsmittel, die man benutzen kann, ohne dass man im Internet ist, ohne dass man, ich denke immer noch an so schöne, wunderbare Hilfsmittel wie meinen damaligen Blindenwecker, ja, wo ich die Uhrzeit gelernt habe. Und gut, ich habe natürlich nie eine Tastuhr gehabt danach, aber es ist natürlich ein ganz anderes Hilfsmittel. Ich kann mich hinsetzen, ich kann sagen, okay, ich lerne das jetzt. Kann es mir von jemandem zeigen lassen. Heutzutage wird alles per Video, per Internet gemacht und dann gibt es das Hilfsmittel wieder und dann gibt es die App wieder für Blinde und dann erkennt mein Handy wieder das und wieder dies. Es sind ja auch alles nette Hilfsmittel. Aber was ist, wenn das alles mal irgendwie wegfällt? Was ist, wenn wir wirklich mal so ein Blackout kriegen und auf einmal dein Navigationssystem nicht mehr sagen kann, wo du hingehst? Ja? Und auf sowas muss man ja auch irgendwie vorbereitet sein, ne? Dass so eine Dinge passieren kann. Und wenn man sich natürlich nur auf die Technik verlässt, da ist man verlassen letztendlich. Und man hat ja auch gesehen, wie oft mal was nichts funktioniert. Also gerade ich habe auch oft genug gemerkt, scheiße, jetzt geht das schon wieder nicht, jetzt kann ich das schon wieder nicht aus. Dann, was auch ein Riesenproblem ist, ist diese ganze Zensur. Also dass man darf dies nicht, man darf das nicht. Man darf plötzlich keine Musik mehr hochladen, weil Spotify will einen ja als Künstler. Ne? YouTube guckt immer, oh, hoffentlich ist es nicht geklaut. Wenn das geklaut sein könnte, dann wird man ermahnt. Also letztendlich wird man immer mehr in der Freiheit eingeschränkt. Und und früher war das irgendwie, weiß ich nicht, da hat man sich anders irgendwie auf einen anderen Menschen verlassen können oder zumindest auf das, was er halt getan hat. Man hat gewusst, okay, wenn der Mensch jetzt keine Lust hatte, dann hat er halt keine Lust gehabt. Und heute ist es echt so, du weißt ja heute schon gar nicht mehr, wenn du mit jemandem schreibst oder mit jemandem, ist dir das auch wirklich? Ja? Und jetzt durch die künstliche Intelligenz, da haben wir ja noch mehr Probleme. Ja? Da weiß man ja noch nicht mal, ob wenn jetzt wirklich irgendwer einem eine Nachricht schickt, ist dir das jetzt wirklich oder hat man jetzt die künstliche Intelligenz dazu benutzt? Ne? Ich meine, noch hört man es ein bisschen, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man genau das nicht mehr hört. Und auch wie ich dann diese ganze Sache mit dem Festnetztelefon hatte, wo ich dann gesagt habe, wir müssen eine Gruppe gründen wegen Festnetztelefon. Da wurde ich ja auch dann, ja, Festnetz hat doch keiner mehr. Wo ich so denke, ja, wenn wir alle so denken würden, ja, dann würden wir doch die alten Sachen gar nicht mehr schätzen. Ja, also, und ich schätze sehr das Festnetztelefon zum Beispiel. Und ich werde auch bis zuletzt noch ein Festnetz haben. Ne? Und ich finde es halt immer schade. Man kann mit der Zeit mitgehen. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Aber man sollte auch nicht vergessen, dass es auch mal alles wegfallen kann. Ne? Dass auch mal eine Zeit kommen kann, wo vielleicht das Internet überlastet ist, wo man wirklich wieder zu anderen Mitteln greifen muss, wo man halt auch mal wieder selber Musik machen muss und nicht die Bluetooth-Box anschmeißt. Ne? Das ist ja auch so ein Trend, der immer mehr geworden ist. Die Leute konsumieren ja viel mehr Musik, als sie machen. Und früher war es so, irgendwo konnte jeder irgendein Instrument spielen und sei es nur so ein bisschen, ja, und heute, also ich brauche bloß hier in Brandenburg zu gucken oder auf meiner Arbeit, da gibt es keinen einzigen, der ein Instrument spielen kann, ja, und sind so Sachen, wo ich dann so denke, Mensch, wo geht diese Entwicklung hin, ja, und da wären wir wieder beim Thema Inklusion. Auf der einen Seite, klar, sicher, es gibt Möglichkeiten, uns einzubinden, es gibt aber auch immer wieder diese Dinge, wo ich so denke, warum nur Technik, Technik, Technik? Ja? Und weil, wie man so schön sagt, ist die Batterie alle, war es das mit der Technik. Ne? Und man müsste immer so einen Mittelweg finden, finde ich. Also einerseits die neue Technik benutzen, andererseits aber auch zu gucken, okay, was gibt es noch für Sachen? Ja, letztens habe ich zum Beispiel ein Video gehört über einen Blindenstock, über einen
normalen Blindenstock, also ohne irgendwelche irgendwelche Tricks, ne? Also einfach ein Stock, der einfach besonders gut leuchtet, weil er halt weiß ist. Und das ist dieser White Cane I.O., glaube ich, heißt der. Könnt mich berichtigen. Aber das fand ich zum Beispiel toll, dass jemand auch mal wieder etwas gezeigt hat, was ohne Internet, ohne Technik funktioniert. Einfach hier ist ein Hilfsmittel, das kannst du benutzen und fertig. Ja, und ja, ich bin kein Internetgegner, um Gottes Willen. Aber ich bin fürs Gleichgewicht. Ne? Also es muss immer irgendwie, sagen wir mal, wenn es das Internet gibt, muss es auch irgendwas geben, was man nehmen kann, wenn halt die Sache mal ausfällt. Ja? Klar, ich muss auch gucken, wenn dieser Podcast ist, der Podcast ist ja nochmal auch mein Hobby, aber ich muss natürlich auch gucken, okay, wenn ich es mal nicht mehr machen kann, aus irgendwelchen Gründen, weil, keine Ahnung, weil Internet irgendwie total überlastet ist oder ich, keine Ahnung, dann muss ich natürlich auch irgendein Hobby haben. Und das ist, da ist es dann halt wieder die Musik bei mir. Oder halt, ja. Und ich habe mich natürlich sehr auf dieses Digitale eingelassen und habe dann alle CDs weg, alle Kassetten weg, alle. Ja, heute bereue ich das. Ja, heute sage ich, Mensch, wenn ich heute noch eine Anlage hätte mit einem CD-Player und einem Tape-Deck, dann, aber sich das jetzt alles nochmal anzuschaffen, kann ich auch nicht, ne? Aber das sind so Sachen, ne? Man bereut diese Schritte. Ich habe ja selber diese Fehler gemacht, dass ich mich zu sehr auf die digitale Welt eingeschossen habe und irgendwann gemerkt habe, Mensch, irgendwie bist du ja total drin. Und eigentlich willst du das ja gar nicht. Ja? Eigentlich hast du ja ganz andere Werte. Und klar, mit 46 Jahren habe ich es halt noch erlebt, wie die Leute kein Handy hatten, wie die Leute ja noch viel telefoniert haben, wie Briefe geschrieben wurden. Ich war jetzt natürlich nicht so der Briefschreiber, aber ja, wie wir Blinden auch noch die eigene Schrift gepflegt haben letztendlich, die Brailleschrift, ne? Wie wir noch mit der Perkins geschrieben haben und viel, ja, bis dann der Computer kam und letztendlich, ich habe heutzutage auch keine Perkins mehr. Ne? Meine ist kaputt gegangen. Und seitdem habe ich mir auch nie wieder eine geholt, weil die ja auch immer so schweineteuer sind. Und ja, und hier draußen müsste ich ja auch alles Mögliche bestellen. Ne? Also ich habe ja hier keinen Laden, wo man sowas kriegt. Dann müsste man ja gleich wieder über Internet, da braucht man das Internet wieder. Ja, also ja, und auch, dass es vieles nicht mehr offline gibt. Ne? Dass also viele Sachen nur noch online bestellt werden können. Ja. Soll ja sogar Just Music in Berlin zugemacht haben. Also das ist schon Wahnsinn, wenn so Riesenketten zumachen. Also es ist einfach eine Entwicklung, wo ich so denke, boah, wo führt das hin? Dass alle nur noch letztendlich alles von zu Hause regeln? Ich meine, klar, wenn man auf dem Land ist, dann ist es natürlich so, ne? Dann hat man nicht viele Möglichkeiten. Aber gerade auch, wenn man in der Stadt lebt, dann hat man ja diese Möglichkeiten. Und wenn einem die dann auch noch genommen werden später, ja, das ist also alles eine Entwicklung, die ich sehr traurig finde. Und eben dagegen wollte ich so ein bisschen angehen, indem ich sage, ich mache es wenigstens alles live. Ich lasse nicht mit mir rumschnippeln. Ich bringe halt meinen Alltag rüber, egal ob es jetzt für einen, den einen oder anderen langweilig ist oder nicht. Und ja, dann hat man halt nur, weiß ich nicht, 19 Aufrufe bei einem Video oder bei manchen sogar nur 3 Aufrufe oder so. Aber ich kann das machen, wo ich hinterstehe. Und wenn es mir danach besser geht, und wenn ein anderer sich auch noch bestätigt fühlt und sagt, oder wenn ein anderer sogar noch kommt und sagt, ja, ich verstehe deine Beweggründe. Also mir geht es ja nicht darum, dass jemand den Podcast gut oder schlecht findet, sondern mir geht es ja darum, dass jemand die Beweggründe versteht. Also dass jemand sagt, ja, darum geht es mir eigentlich.
Und dass ich aufgrund der Einsamkeit, die ich mir letztendlich selbst zugefügt habe, weil ich ja hierher gezogen bin, ja, dass ich daraus das entwickelt hat. Und ja, und so sind diese über 800 Folgen letztendlich entstanden. Ne? Das ist natürlich klar, hätte ich jetzt ein richtiges Leben, also hätte ich jetzt irgendwie eine Freundin und ein paar Kumpels, die in der Nähe wohnen würden, würde ich nie so oft podcasten. Ne? Also das ist klar. Dann wäre ich mit denen irgendwie unterwegs oder würde mich halt öfter mal wieder irgendwo hinsetzen und einen Kaffee trinken und so. Ne? Aber so viele Möglichkeiten gibt es ja hier draußen nicht. Aber ja, da ich ja nun sehr auf mich allein gestellt bin, nun mal, ja, was macht man, wenn man zu Hause ist? Ne? Man nimmt irgendwas auf und veröffentlicht es dann. Und ja, um einfach irgendwas zu tun zu haben. Ja. Wenn du in einer Behindertenwerkstatt arbeitest, dann ist natürlich auch sehr viel Routine. Ne? Es ist wirklich, du kommst hin, du kriegst deine Arbeit, du hast deine Arbeitsgänge. Und vieles ist gleich und es sind immer die gleichen Leute. Es ist ja sehr viel Routine und da schafft man sich dann natürlich irgendeinen Ausgleich. Man braucht dann irgendwas, um es irgendwie abzulassen, wie ein Ventil, sage ich jetzt mal. Und ja, dafür ist der Podcast letztendlich da, ne? Dass ich einfach sagen kann, okay, wie geht's mir heute? Manchmal geht's mir gut, manchmal geht's mir schlecht. Aber nichts ist gespielt. Ne? Klar ist es natürlich immer so eine kleine Scheinwelt, weil man ja vieles nicht darf. Ne? Also es ist natürlich so, dass man sich nie so gibt wie im wahren Leben, weil man natürlich immer irgendwas umschreiben muss. Ne? Also man will ja nicht, ich möchte ja nicht, dass mein Kanal gesperrt wird oder mein Podcast irgendwann irgendwie aufgrund von irgendwelchen Aussagen oder... Ne? Das will ja keiner. Und deshalb bin ich auch immer so, dass ich eigentlich nie politisch werde. Ich werde auch nie extrem krass oder sowas, sondern ich sage einfach meine Meinung, aber ich versuche halt auch immer das zu begründen und versuche halt immer zu sagen, okay, ich kann mich auch umstimmen lassen. Ne? Also ich bin kein Mensch, der eine Meinung hat und die hat er dann und dann ist gut. Aber ja, auf jeden Fall geht es weiter mit dem Podcast, das ist sicher. Ich kann verstehen, dass natürlich, wenn jemand sieht, oh, 885 Folgen, oh Gott, und alles mit Kaffee trinken und was ich was, ne? Natürlich ist es für jemanden Außenstehenden, der das jetzt so hört, ne? Der würde denken, ja, und was hat er jetzt davon? Ne? Aber wenn man tiefer in meine Seele reinblickt und die Beweggründe erkennt, warum mache ich das? Um Sachen zu verarbeiten, um mit meiner Einsamkeit besser umzugehen. Um auch die Technik dahinter zu verstehen. Also, ja, und um halt auch etwas entgegenzusetzen, ne? Um halt euch zu zeigen, man kann auch einfach live was machen, ohne dass man jetzt rumschnippelt. Ne? Und ich nehme einfach einen Audiorekorder, hänge den an mein T-Shirt und lasse das Ding laufen. Ja, und quatsch einfach, was mir so einfällt. Und das ist einfach das, was ich kann und was ich einfach auch machen möchte. Ja, ich möchte euch wirklich eine Live-Atmosphäre schaffen. Ich möchte einfach, dass ihr immer wieder wisst, wenn ihr das hört, auch wenn ihr vielleicht mal wirklich eine langweilige Folge habt, aber ihr wisst halt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so ganz mein Ding, aber es ist alles live. Es ist nichts geschnitten, es ist nichts irgendwie, ich sage nicht irgendwas, weil jemand mir das gesagt hat, dass ich es sagen soll, sondern ich habe ja auch keinen Partner. Ne? Also ich bin ja nicht jetzt irgendwie im Partnerprogramm von YouTube oder sowas. Bin ja überhaupt nicht monetarisiert, würde ich auch gar nicht wollen. Ich verdiene also kein Geld damit.
Also alles, was ich tue, ist Hobby und Freizeit. Deswegen ist der Podcast ja auch unter Freizeit einzugliedern und so wird es auch bleiben. Also ich werde niemals damit Geld verdienen und ich möchte es auch nicht. Ja, das einfach mal dazu, warum ich etwas mache. Und ja, es ist ja immer so. Es gibt immer Leute, die verstehen das, andere nicht. Es gibt Leute, die würden es nie so machen. Diese Leute hat man ja immer. Und genauso wie auch ich spezielle Sachen habe, die ich höre und sage, ja, so für sowas würde ich nie machen. Ne? Das ist, hat ja jeder. Und ich wollte halt nie so einen typischen Podcast machen wie alle anderen. Ich habe diese ganzen Podcasts gehört und habe gedacht, naja, warum soll ich jetzt auf den Zug aufspringen? Warum soll ich jetzt genauso wie alle anderen? Hallo, hier ist Sven Heidenreich, herzlich willkommen zum Podcast so und so. Ich stelle euch jetzt das Gerät so und so vor. Da kommt eine Zwischenmusik. Ich meine, das haben Leute schon ab 2007 gemacht. Ja? Und ich habe gesagt, nee, irgendwas muss bei mir anders sein. Und ja, und dann kam diese Idee halt auch mit Kaffee trinken und ja, über Gott und die Welt schwafen und ja, so ist das entstanden letztendlich. Ne? Und das ist halt einfach, ich höre diese anderen Podcasts total gern. Ne? Es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt sage, na, was die machen oder so. Nee, das meine ich gar nicht. Aber ich habe für mich einfach entschieden, nee, ich möchte das nicht so machen. Erstens, weil ich auch mit diesen ganzen Audacity und Computerprogrammen und hier und da, das war mir einfach zu viel. Ich habe gesagt, nee, ich möchte einfach meinen Audiorekorder anmachen und losbrabbeln. Ich würde natürlich auch viel mehr Mischpult-Podcasts machen, aber da ist ja das Problem, wie gesagt, bei YouTube kann ich nur meine eigenen Sachen machen. Ja, und beim Podcast, also hier bei Anchor muss ich aufpassen, dass da nicht genug Musik, dass da nicht so viel Musik ist, weil sonst wird es ja wieder gesperrt, weil es ist ja zu viel Musik. So. Und so ist ja auch dieses ganze Quatschen entstanden. Also es ist ja letztendlich auch entstanden durch diese Einschränkungen. Natürlich ganz andere Sachen im Kopf. Ja, ich würde mit euch ein Hörspiel hören und rezensieren. Sowas würde ich gerne machen. Ja, einfach ein Hörspiel laufen lassen und dann halt meine Einwürfe geben. Also jetzt nicht irgendwie das Hörspiel schlecht machen oder so, also, sondern einfach, warum gefällt mir das und so eine Sachen. Darf ich aber alles nicht. Ne? Und jetzt ist natürlich die Frage, was machst du? Ja, was bleibt einem denn noch übrig zu machen? Dann habe ich gedacht, naja gut, wenn ich meinen Kaffee trinke und mir irgendwas erzähle, das bin ja ich. Also das ist ja nicht irgendwas Geklautes, oder, sondern das bin ja ich. Und da kann jetzt auch nicht YouTube ankommen und sagen, das ist jetzt, also das ist halt, so ist das entstanden. Also auch durch die, also nicht nur durch die Einsamkeit und durch Corona, sondern natürlich auch durch die ganzen Regeln, die da gemacht wurden. Ne? Also dass dann gesagt wurde, hier, okay, nee, du musst aufpassen. Ja, ich habe zum Beispiel, das habt ihr sicherlich, habt ihr auch, also die den Podcast länger verfolgen, haben es ja mitbekommen, wie ich Arpeggios mit meinem Keyboard gemacht habe und dann wurde ich wegen den Arpeggios ermahnt. Also so eine Geschichten zum Beispiel. Und da überlegst du dann schon, ja, was machst du jetzt? Ne? Also da musst du ja bei deinem eigenen Intro aufpassen nachher. Ne? Habe ich dann so gedacht, okay, dann bin ich auch ein bisschen weg von diesen Intros. Naja, so ist das alles entstanden und ja, das sind so meine Beweggründe, warum ich das mache und warum der Podcast bis jetzt immer noch existiert. Ne? Und das sind ja bald 4 Jahre. Ne? Also im Juli wären es 4 Jahre und ja, klar. Stell ich mir auch auf die Frage, warum machst du das jetzt eigentlich? Ja, also von daher fand ich die Frage wirklich gut. Ja, also
auch mich hat die zum Nachdenken angeregt. Ne? Ich habe dann wirklich darüber gesessen, als ich es gelesen habe, dachte so, ja, warum eigentlich? Ja, und klar, so eine absolute Antwort gibt es natürlich dafür nicht, aber wie es ja mit vielen Dingen so sind, ne? Es gibt vieles, ist einfach auch ein Selbstläufer. Ja, und Podcast von Sven Heidenreich ist letztendlich so ein kleiner Selbstläufer irgendwann gewesen. Also irgendwann habe ich es ja nur noch gemacht und ja, es war wie so eine Routine. Ne? Es war so, okay, du machst es jetzt, du lädst wieder eine Folge hoch, und dann lädst du wieder eine Folge hoch. Und ja, so wie andere, die halt an ihrem Modellauto basteln und irgendwann damit fertig sind und dann das nächste anfangen. So muss man sich das vorstellen, ja. Also, das können sie sich dann halt angucken und können sagen, geil, ja, so habe ich gebaut. So ist es mit meinem Podcast, ne, dass ich sage, Mensch, also ich sage natürlich nicht geil, sondern ich sage, ach, schöne Erinnerungen, ach, das war damals 2022, ne, oder da habe ich meinen Kater bekommen vor 4 Jahren, dann höre ich mir die Folge an, ne, und sage, ach, cool. Ja, so hängt das natürlich alles zusammen. Und ja, oder auch die ersten Aufnahmen mit der Apple Watch, wo ich dann rumprobiert habe, wo ich meine Dusch-Podcasts gemacht habe, die natürlich auch so ein bisschen verurteilt wurden, ne, wo es auch Leute gab, die gesagt haben, ich würde nie einen Dusch-Podcast machen. Ja. Und mein anderer Gedanke war dann aber, ja gut, aber andererseits, woher wissen die Leute denn, dass man sowas überhaupt machen kann, dass man mit einer Apple Watch duschen kann, dass man mit, es gibt auch Leute, die müssen sowas ja testen. Ne? Also, da habe ich gesagt, okay, dann dusche ich einfach mit der Apple Watch. Ja, und so ist das entstanden. Ja. Gut, heutzutage würde ich auch keinen Dusch-Podcast mehr machen, ne? Aber zu der Zeit war es einfach, war mir das irgendwie wichtig. Und sind ja auch immer so Phasen, wann ist einem was wichtig und wann nicht. Ne? Und ja. Und ich halte auch noch an meinem Traum fest. Ja, ich glaube daran, dass ich vielleicht irgendwann mal meine Freundin habe, dass ich irgendwann nicht mehr hier ins Mikrofon babbeln muss, sondern dass ich irgendwann mich mit meiner Freundin unterhalte. Und mit ihr auf den Balkon setze und sage, ach, wie schön ist doch die Welt. Ja, daran glaube ich und daran halte ich auch noch fest. Und ich weiß nicht, wann das passiert und wie das passiert. Aber das ist so mein Ziel. Dafür möchte ich auf jeden Fall weiter leben, sage ich jetzt mal. Und wenn es in 10 Jahren ist, ja, vielleicht werde ich auch erst als alter Mann glücklich. Wer weiß das. Ja? Und wenn es natürlich kann es auch passieren, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Aber ich möchte auf jeden Fall einen Menschen haben, der zu mir passt, der auch meine Welt so ein bisschen teilt, der es vielleicht nachvollziehen kann. Warum hast du jetzt damals den Podcast gemacht? Warum machst du ihn jetzt nicht mehr? Ne? Und es ist natürlich schwer, einen Menschen zu finden, der wirklich auch so tickt, ja, der auch wirklich vielleicht selber mal diese Einsamkeit erlebt hat, der vielleicht auch selber mal in der Scheiße gesessen hat, der eine Insolvenz vielleicht hatte oder irgendwelche Niederlagen. Ja. Es gibt immer Leute, die Niederlagen hatten, aber ja, man sucht natürlich diesen Gleichgesinnten. Ja. Gerade auch was beziehungsmäßig, ja, das, oder auch dass man sich sexuell versteht, das ist ja auch wichtig, ne? Dass man irgendwie drüber reden kann, was man will und so eine Geschichte. Und das ist einfach, deshalb ist es nicht einfach, einen richtigen Menschen zu finden. Und ja. Aber ich glaube daran. Ja. Und deshalb mache ich das hier auch, um irgendwann mal zu sagen, wenn ich wirklich mal meine Freundin gefunden habe, dass ich dann sagen kann, okay Leute, ich höre jetzt mal mache jetzt eine große Pause. Ich genieße jetzt erstmal meine Zweisamkeit. Ne? So. Und oder mach mit ihr zusammen eine Folge. Ne? Und ja. Das alles
sind Träume, die ich mir irgendwie noch erfüllen möchte. Ne, irgendwelche Ziele braucht man ja im Leben und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass mein ganzes Leben jetzt nur noch so ablaufen wird. Also von wegen Podcast aufnehmen, zur Arbeit fahren, nach Hause. Ich weiß nicht, ich glaube, da ist noch irgendwo was anderes. Und irgendwo da draußen gibt es den Menschen, der mich versteht, der sagt, hey, ich brauche dich auch. Und ja. Und daran glaube ich einfach. Oder sagen wir es mal so, daran will ich einfach glauben. Ne, weil das ist ja mein Ziel. Und ja, Ziele im Leben ist natürlich wichtig. Und mein Ziel ist es, irgendwann wieder glücklich zu sein und den richtigen Menschen an meiner Seite zu haben. Und ja, das ist mein Ziel. Ob ich es erreiche, ich weiß es nicht. Aber ich glaube daran. Vielleicht gibt es ja irgendwo die Frau, die diesen Podcast hört und sagt, ja, mir geht's genauso. Und ja. In diesem Sinne, das war also Podcast von Sven Heidenreich, Folge 885. Mal ein bisschen ernster. Keine Sorge, die nächste Folge wird wieder ein bisschen spaßiger. Aber dass ihr nochmal einen Eindruck habt, warum ich das alles tue und dass es auf keinen Fall eine Selbstbestätigung ist oder sowas. Ja, also ich bin der Letzte, der irgendwie ja, sich selber gut findet oder sich selber gerne reden hört. Ja, also das um Gottes Willen. Ja, aber ich muss einfach Dinge verarbeiten und dafür mache ich diesen Podcast. Dann hört man sich in der Folge 886. Bis dann. Ciao, ciao.